Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mit Ihnen heute Morgen den Blick nach Salzburg lenken. In Salzburg hat die Arbeitsgemeinschaft der Fachdidaktikerinnen, der Wissenschaftlerinnen im Bereich der Ernährung und Verbraucherbildung getagt und sie haben gemeinsam die sogenannte Salzburger Erklärung zur Profilierung, Professionalisierung und Qualitätssicherung in der Ernährung und Verbraucherbildung befasst und verabschiedet. Das ist ein Verbund der deutschen, der österreichischen und der Schweizer Forscherinnen. Und sie haben formuliert, der Erwerb und die Entwicklung von kulturellen Kernkompetenzen in der Ernährungs- und Verbraucherbildung, Nutrition Literacy and Consumer Literacy, ist Voraussetzung für eine aktive Teilnahme der Bürger respektive Zivilgesellschaft. Ernährung und Verbraucherbildung muss daher in der Schule curricular in einem Trägerfach verankert sein und diesbezüglich ausgebaut werden, um dem Anspruch einer Allgemeinbildung im Sinne von Literacy gerecht zu werden. Und in diesem Sinne als Grundlegung freue ich mich sehr, dass genau dieser Impuls mit dem Entschließungsantrag, mit dem Ursprungsantrag jetzt umgesetzt werden kann in Nordrhein-Westfalen und wir deutlich machen, Ernährung und Verbraucherbildung, die Gestaltung von Lebenskompetenzen sind zentrale Aufgaben der Schule und sie sollen ein zentraler Bildungsinhalt für alle Schülerinnen und Schüler sein. Das ist wichtig, dass heute die Botschaft hier von dem Landtag dazu ausgeht, weil wir wissen, dass Ernährungs-, Gesundheits-, Konsum-, Finanz- und auch Medienkompetenzen kulturelle Kernkompetenzen sind. Und wir haben den Auftrag, dieses an alle Kinder und Jugendlichen zu vermitteln, genauso wie Sprachen, genauso wie Mathematik und Naturwissenschaften. Denn wir wissen auch, dass der Transfer in den Familien nicht mehr ausreichend geschieht. Und was damit verbunden ist, das ist auch schon mal deutlich geworden, da danke ich der Kollegin Spanier-Oppermann, das ist eben, es wird zu einer Aufwertung der Kolleginnen und Kollegen führen, die jetzt im Bereich der Hauswirtschaft schon in den Schulen engagiert in diesem Sinne arbeiten. Das sind nämlich nicht diejenigen, die die Schnittchenbeauftragten in der Schule sind, auch nicht diejenigen, die Möhrenbeauftragten in der Schule sind, Frau Kollegin Gebauer, sondern natürlich gehört dazu auch die Vermittlung, wie gehe ich mit Nahrungsmitteln, mit Lebensmitteln um. Aber es geht um kritischen Konsum. Es geht darum, wie wird produziert, wie sind Marktmechanismen. Es geht darum, Ressourcenverantwortung auch miteinander zu diskutieren. Was ist das, was ich durch meinen Lebensstil auch auslöse? Und um das auch noch mal auf der Ausschussberatung aufzunehmen, das heißt nicht, dass Lebensstile verordnet werden. Das heißt es gar nicht, aber das Bewusstmachen für die Frage, wie wir leben, was hat das für Auswirkungen, wie kann ich Verantwortung für mich, für das soziale Miteinander und für den Bezug globales und lokales Handeln übernehmen, das ist natürlich ein curricularer Inhalt. Und wir haben gemeinsam miteinander auch darauf geachtet, dass dieses wirklich als Trägerfach Hauswirtschaft soll innoviert werden, dann verankert werden kann und auf der anderen Seite dann anschlussfähig ist in vielen anderen Bezügen, im Bereich der Sozialwissenschaften, im Bereich der Naturwissenschaften, sodass es wirklich auch alle Schülerinnen und Schüler in allen Schulstufen und in allen Schulformen erreicht. Und, das ist mir nochmal besonders wichtig, natürlich kann das, was jetzt schon vorgelegt worden ist, in den Bildungszielen des REWIS-Projektes, wir haben ja glücklicherweise einen innovativen Lehrerausbildungsstandort in Paderborn, der auch über die Bundesländer hinweg vernetzt ist, der international vernetzt ist und genau diese Bildungsziele und Kompetenztableaus ja erarbeitet hat. Und das ist das Positive aus der Anhörung auch nochmal, dass da jetzt ein Kompetenzstrang der ökonomischen Grundbildung nochmal explizit hinzugefügt wird. Genauso wie im Bereich der Realschulen und den Erfahrungen jetzt das auch noch mal profiliert werden muss, was da bisher auf den Weg gebracht worden ist und auch in diesem Sinne weitergeführt werden kann. Von daher finde ich, es ist ein gutes Ergebnis. Ich freue mich über das breite Getragensein dieser Grundidee. Wir haben viele Kooperationspartnerinnen, das sind sowohl die Landfrauen, das sind die Verbraucherzentralen, die dann aber mit den Expertinnen in der Schule, nämlich den gut ausgebildeten, gut fortgebildeten Lehrerinnen und Lehrern in diesem Feld wirklich an dieser Sache arbeiten können. Das ist zukunftsorientierte Bildungspolitik. Ich freue mich, Frau Vosseler, dass Sie das auch noch mal mit dem Nicken kommentieren. Ich finde das prima, dass wir das so breit getragen hingekriegt haben. Herzlichen Dank.